Bezahlbarer Wohnraum ist teuer. Das gilt natürlich auch in Oldenburg und besonders für Studenten. Eine gute Möglichkeit, günstig und gleichzeitig zentral zu wohnen, bietet das Studentenwohnheim in der ehemaligen Pferdemarkskaserne, in dem 301 Personen Platz finden. Wir haben mit zwei Bewohnern gesprochen und sie gefragt, wie es sich in einer alten Kaserne lebt. Ich wohne hier jetzt seit 3 Jahren fast, nicht ganz, also seit ich angefangen habe zu studieren. Ich habe halt nichts gefunden auf dem normalen Wohnungsmarkt und dann halt irgendwann auch ans Studentenwerk halt eine Nachricht geschickt oder mich da beworben dann halt auf eine Wohnung. Also ich wohne hier seit Oktober 2015 und ich habe mich für dieses Wohnheim entschieden, weil es von außen sehr hübsch aussieht, einmal. und weil es sehr zentral ist. Als ich eingezogen bin, da war es immer mal wieder so, dass sich am, ich glaube, Mittwochabend dann im oberen Stockwerk auf dem Flur Leute getroffen haben und dann mit dem Ghetto Blaster auf den Flur gesetzt haben. Und wenn er halt auf dem Fußboden stand, hat man das auch ein paar Stockwerke tiefer hier noch ganz gut gehört. Das Studentenleben wird auf jeden Fall wieder gespielt durch die Partys, die mitten in der Woche stattfinden. Und dass es am Wochenende relativ leer ist, also dass keiner da ist. Auch wenn beide im selben Haus wohnen, ist ihre Vorstellung vom Leben hier recht unterschiedlich. Frithjof Splettstößer lebt nämlich in einer WG, Denise Lehmann hat ein eigenes kleines Apartment. Bei den Vor- und Nachteilen des Wohnheimlebens sind sie sich aber teilweise wieder einig. Ich weiß, dass ich alleine wahrscheinlich ein ziemlich unaufgeräumter Mensch wäre und dementsprechend war das einer der Gründe, dass ich halt so ein bisschen mitkriege, oh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, dass ich ein bisschen aufräume und immer einen ordentlichen Vorraum habe zum Beispiel. Das ist der eine Punkt und ich wollte auch noch ein bisschen besser lernen, mit Menschen zurechtzukommen. Erstmal kann ich mich dann nur über meinen eigenen Schmutz ärgern und nicht über den von den anderen. Und mich hat das ein bisschen gestört, dass man nicht selber entscheiden konnte, wer da einzieht. Da konnte man auch nicht wirklich eine Beziehung aufbauen zu den Leuten, weil die dann auch relativ schnell wieder weg waren. Hier im Wohnheim haben wir halt einmal den Vorteil, dass es einfach sehr günstig ist. Und die Wohnheime sind auch relativ gut gelegen, also für die Preise richtig gut in Oldenburg auf jeden Fall. Und man hat auch um sich herum viele Studenten, die einem bei allen möglichen Sachen weiterhelfen können. Zum Beispiel, als ich Erstsemester war, hat mir hier im Wohnheim auch jemand mit meinem ersten Stundenplan weitergeholfen. Sowas zum Beispiel. Es ist relativ einfach, im Wohnheim Platz zu finden. Und also die sind halt relativ groß. Das heißt, es gibt insgesamt sehr viele Plätze und es ist halt deutlich leichter als auf dem freien Wohnungsmarkt. War also erstmal meine Backup-Lösung, bis ich dann hier halt rausgefunden habe, ich habe genau mit den richtigen Leuten zusammen gewohnt. Nachteil ist dabei halt, dass man sich nicht selber aussuchen kann, mit wem man zusammenzieht, wenn man nicht mit anderen schon zusammen ankommt. Auf jeden Fall Partys im Flur und dass manche danach nicht wieder aufräumen oder anderen Dreck in den Gängen liegen lassen. Wenn man waschen möchte, dann ist das in seltenen Fällen nicht perfekt möglich, weil man halt einerseits die von dem Nebenhaus müssen einmal draußen lang gehen, wenn es dann stark regnet, dann müssen die da einmal durch. Und die Waschmaschinen sind halt bei uns im Keller. Aber es gibt seltene Fälle, zu denen man halt runtergeht und dann sind alle Maschinen besetzt. Meistens passt es, vor allem wenn man sich halt mal anguckt, wann die anderen Leute waschen. Nachts zum Beispiel oder vormittags ist eigentlich immer fast alles frei. Im Wohnheim zu leben heißt auch Kompromisse eingehen zu müssen. Dennoch gibt es neben den für Oldenburg günstigen Mietpreisen auch den Vorteil, unter einem Dach mit Gleichgesinnten wohnen zu können. Bei Fragen zum Studium oder zur nächsten Party reicht es manchmal, einfach nur beim Nachbarn zu klopfen.